diese Zugfahrt hat sich das amtlich Bayerische Reisebüro, das ABR, 1985 anlässlich seines 75-jährigen Firmenjubiläums geleistet, um quasi das Firmenjubiläum entsprechend zu feiern. Und als der Archivbestand dann zu uns kam, war eben auch dieses Zugschild dabei. Und wir wurden darauf hingewiesen, wir sollen das doch bitte schön nicht putzen, weil das ist noch der Originaldreck der Zugfahrt, der da dran ist. Damit hat das heute noch existierende Haus Kohnen, das Bekleidungshaus Kohnen, geworben, weil das Haus ursprünglich am Marienplatz ansässig war und dann aber im frühen 20. Jahrhundert umziehen musste. Und diese ehemalige Nähe zum Marienplatz hat man aufgegriffen, als sich nach dem Zweiten Weltkrieg das geschäftliche Leben wirklich am Marienplatz konzentriert hat und bis heute konzentriert. Und um die Kunden einfach mitzunehmen, hat man geworben mit dem Spruch, nur einen Katzensprung vom Marienplatz nehmen können. Das war jetzt ungefähr die Kistennummern 120 bis 170, die jetzt da zu uns gekommen sind. Und es kommen bestimmt noch mal 50, 70, 80 Kisten zu uns. Und bei Paulana haben sich halt wunderbar schöne Geschichten erhalten. Also zum Beispiel hier ganz alte Ansichten. Vom Oktoberfest, das Bratwurstglöckl-Zelt auf der Wiesen um 1910, sage ich jetzt mal ganz grob. Genauso haben sich erhalten wunderschöne Ansichten, Innenansichten von den Brauereien. Man sieht eigentlich, dass Wirtschaftsarchivswesen deutlich mehr ist als eben einfach nur nackte Zahlen. Und das sieht man auch bei den Benutzergruppen, die zu uns kommen. Also wir haben Kunsthistoriker, wir haben Technikhistoriker, erklärt sich aus den ganzen technischen Zeichnungen. Wir haben zum Beispiel den Archivbestand auch des TÜV bei uns, der ja angefangen hat 1871 in München als Dampfkessel-Revisionsverein. Sie sehen, das ist, Wirtschaftsarchiv ist bei weitem nicht so spröde, wie man sich das landläufig sonst ganz gerne vorstellt. Wir müssen ja wirklich vor Ort gehen. Das heißt, wir kommen bei den Unternehmen oder wo auch immer in Räume, wo viele von dem Unternehmen, also viele Mitarbeiter oder Leitende von dem Unternehmen überhaupt nie drin waren, die vielleicht schon mal 10, 15 Jahre zugeschlossen sind. Und das ist dann schon diese Spurensuche vor Ort, das ist schon hoch interessant und hochspannend. Aber wenn man das dann ein bisschen erzählt und wenn die Leute einen dann vielleicht beim Tag der Archive mal besuchen und dann gibt es eine Magazinführung und nach einer Magazinführung gehen dann eigentlich die meisten raus und sagen, boah, stark.